Oh nee, nein, bitte nein. Ja, Freunde, hallo, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zur nächsten Show Me Your Flat. Ich will ja gar nichts wegbringen, eigentlich wollte ich den Leuten nur erzählen, was wir hier gerade machen. Ja, wir legen sozusagen, machen wir gerade frei, damit die Kabel da reingelegt werden können. Aber wir brauchen halt zwei so Schlitze. Einmal hier machen wir Netzwerk und einmal kommt hier noch Strom. Entschuldigung. Boah. So, Freunde, ich fühle mich hier zu Hause, wenn ihr zuschaut. Ja, wird alles noch ein bisschen dauern, denn der Boden muss unbedingt gelegt werden. Und das wird Samstag passieren und bis Samstag muss das hier alles aufgehauen werden. Aber das machen wir alles heute. Aber schaffen wir das? Ah. Ach, dein Bauch. Er denkt, der ist dick. Guckt euch den Hungerhaken mal an. Ja, so, dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Ich habe jetzt schon einen dicken Arm. Ich habe ungefähr 30 cm geschafft, während Paul schon 2 Meter geschafft hat. Aber er hat auch den besseren Hammer und das bessere Werkzeug generell. Ihr seht schon. Wird auf jeden Fall wieder lustiger Spaß heute. Heute werden wir auf jeden Fall noch ein paar Stunden brauchen. Paul hat schon einen riesen Augen. Wie lange machen wir maximal? 10. Wir haben es jetzt. 7, 8, 9, 10. Das sind aber beeilen. So, der Boden wird dann endlich irgendwann mal verlegt, hier, der hier noch liegt, mit diesen komischen Matten da. Und was hat sich sonst so getan? Wir haben hier draußen, vielleicht fällt es euch auf, es sieht hier viel heller aus, hier draußen die Fassade gestrichen, die Fenster aber noch nicht, aber die Fassade, das sieht jetzt sehr viel schöner aus, es ist echt kein Scherz. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht, aber wenn man hier steht, sieht dieses Ambiente, nein, dieses Ding sieht hier schon sehr viel heller aus. Nur an manchen Ecken hatten wir noch Probleme, nämlich hier. Weil da war irgendwie so Efeu oder so ein Scheiß, irgendwelche Pflanzen dran. Und da haben sie schon zweimal drüber gestrichen und es kommt immer wieder. Jetzt haben sie da irgendeinen Plan B. Keine Ahnung. Ich habe es auch nur über Hörensagen raus. Mein Badezimmer, es tut sich langsam was. Deswegen ist der Boden auch noch nicht gelegt. Eigentlich wollte mein Onkel da den Boden aufkloppen, was ich jetzt machen muss. Aber stattdessen kam die Entscheidung, die haben jetzt hier den Boden schon mal eben gemacht. Und zusätzlich wurden die über diese Fliesen verlegt oder Kacheln oder was das da auch immer sind. Und die wurden auch schon, nicht alle, aber hier überall zugemacht, wie ihr seht. Nämlich das ist also die finale Version und sieht es aus, wenn es noch nicht fertig ist. Ja, dann kann man noch durchgucken. Ja, es tut sich so langsam sicher was im Bad. Freitag kommt meine Badewanne und meine Dusche. Also übermorgen, heute ist Mittwoch. Nicht mehr so lang. Yeah. Also wirklich nicht mehr so lang. Oh, jetzt muss ich euch das zeigen, wir haben so eine schöne Wege. Mit der habe ich am Anfang alles gemacht, weil das ist auf jeden Fall die einfachere Arbeit. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Oh, das macht doch schon Spaß, oder, mit dem Ding? Das finde ich nämlich auch. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Rest jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, warten wir ab. Sonst haben wir hier den Boden nochmal eben gemacht. Das sind halt viele Kleinigkeiten, die immer so passieren. Ja. Was der nächste große Schritt, der passiert, also erstmal Samstag natürlich der Boden hier, dann ist dieser Raum bis auf Leisten halt fertig. Da liegt der Strom, da liegt das Netzwerk, da liegt der Boden und die Tische kommen Ende nächster Woche. Ja. Dann haben wir es halt so für 23. bis 25. Mai und dann ist der Raum mit Tischen bestückt und eine Woche später kommen die Laptops, also halt noch irgendwie 3 Wochen vorm Turnier. Das heißt, genügend Zeit, um die Rechner einzurichten. Das bedeutet für mich immerhin schon mal, der Gaming Room für die Gamer steht und ich kann halt schon übertragen, weil ab dem 1.6. habe ich auch Internet. Das ist das Allerwichtigste für mich, mehr will ich ja gar nicht. Wenn der Raum hier noch so aussieht, wie er aussieht, leer, ist mir das egal, solange die Leute hier zocken können. Aber gut, bis dahin wird sie noch was tun. Ja, neben dem Boom am Samstag wird hier Freitag überall Strom gebaut, ja? Also hier werden überall Steckdosen dran gemacht und der Strom noch hier, der Starkstrom überall noch vernünftig genutzt. Dieses eine Kabel hier, das ist meins für die Zocker und das ist für meine Küche. Ja, ja, hier die Wand habt ihr ja schon gesehen, wurde zugemacht. Gut, was ihr jetzt nicht seht, wenn wir jetzt mal so durchschießen, ganz hinten, also die Außenfenster, die wurden jetzt von außen auch alle nochmal lackiert und gestrichen. Einfach nur, damit es auch von außen schöneren Anschein macht. Ich habe mir überlegt, dass ich da unten draußen so Flaggen dran mache. Und ich habe mittlerweile einen Tisch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Zum Chillen. Seitdem chillen alle ein bisschen mehr.
Aber genau, ich auch. So. Ja, ich habe mir überlegt, so geile Flaggen mit so Flaggenhissen. Mit so einer Stange draußen, zwei Stück, eine Take-TV-Flagge und Home-Story-Cup-Flagge oder so. Das wäre ja ziemlich geil. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn ich jetzt hier so eine Flagge hisse, also mit so einer Stange, die nach oben geht, ja, wie so vom Parlament oder so, ach, irgendwo halt, das gibt's ja überall. Die machst du einfach da dran und dann hängt die so hoch und alles ist nice. Gibt's hier nette Bedienungen? Auf jeden Fall. Das wird unser Ort sein, wo ihr eventuell dann auch sitzen könnt. Und den Cup gucken könnt. Eventuell hier, ja, beim Limericks. Finden wir raus, ich bin noch dran. So, das war's von mir. Wir werden heute, also heute werde ich tatsächlich mal handwerklich mich auch betätigen und so viel kloppen, wie es nur geht. Ich schwitze schon ein bisschen. Naja, aber es wird noch ein Spaß. Ja, währenddessen ihr jetzt gerade das hört, während ich das hier gerade mache, ist Klaus noch am Leddern. Und der ist ja noch bei mir, das wird noch häufig passieren. Das wird auch immer Leddern. Ich habe vorhin auch geleddert, aber er wurde nur gestreamt. So wie von mir, das war das nächste Show Me Your Flat. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen, denn dann müsste sich ja auch schon wieder was getan haben. Bis dahin. Ach ja, und vergesst nicht, Interfry Night Game München am Freitag. 17 Uhr, Meet and Greet. Tragt euch ein im ESL-TV-Forum unter Meet and Greet. Bis dahin.